Ja, das stimmt tatsächlich. Apostelgeschichte, es geht weiter, Apostelgeschichte 17. Paulus steht immer noch auf dem Areopag, das ist ein Hügel mitten in Athen, und er darf dort das Evangelium predigen. Letztes Mal haben wir uns den Anfang dieser Predigt angeschaut und ich wollte euch beim letzten Mal zeigen, wie Paulus ein evangelistisches Gespräch beginnt. Wie er eingeht auf das, was tatsächlich seine Zuhörer kennen. Und wir haben das mitgekriegt, Paulus war vorher durch die Stadt gelaufen, hat sich angeschaut, wie leben die Leute und hat dann durch das, was er da gesehen hat, ganz konkret einen guten Einstieg in seine Predigt gefunden. Und mir ging es beim letzten Mal ein Stück darum, euch genau dazu zu ermutigen, mit offenen Augen durch die Kultur zu gehen und zu schauen, hey, hier ist meine Gesellschaft, in der ich lebe. Wo finde ich in dieser Gesellschaft, wo finde ich Anknüpfungspunkte, um aufs Evangelium zu sprechen zu kommen? Wo finde ich Sehnsüchte in der Gesellschaft, die in letzter Konsequenz nur von dem Herrn Jesus gestillt werden können? Und mir ging es darum, euch zu zeigen, dass ich mir fast jeden aktuellen Trend nehmen kann. Ob das Superfood ist, ja, plötzlich müssen alle Heidelbeeren essen, oder so, sagen wir mal so Fitness für mehr Lebensqualität. Ja, in Zeiten der Corona brauchen wir alle unser Home Gym, ja, um zu Hause auch noch Sport machen zu können. Oder ob das so diese Achtsamkeit für den Geist ist, am besten verkehrt rum hingestellt, ja, so, dass man da wieder ein bisschen runterkommt. Oder, und da bin ich jetzt auch seit ein paar Monaten dabei und also wirklich nicht unschuldig, diese Lust auf Podcasts. Ja, seit neuestem gibt es jetzt auch noch Clubhouse, da muss ja dann, also, ist ja Wahnsinn, was man alles wissen und hören kann. Sowas. Ich kann mir jetzt diese Trends nehmen und ich werde feststellen, dass im Kern jedes Trends eine Sehnsucht nach Leben, eine Sehnsucht in letzter Konsequenz, wie ich das weiß, nach Gott steckt. Ja, unser Interesse an Gesundheit, an Schönheit, an Genuss, an Wissen, das offenbart in letzter Konsequenz eines. Ich als Mensch, und das gilt für jeden Menschen, kann mich nur extrem schwer damit anfreunden, vergänglich zu sein. Und das ist irgendwie auch logisch. In uns steckt, biblisch betrachtet, Gottes Ebenbildlichkeit. Salomo spricht das ganz schön aus, wenn er sagt, Prediger Kapitel 3, die Verse 10 und 11. Da schaut er so aufs Leben. Und ich kann euch immer wieder nur raten, lest Prediger, wirklich. Prediger ist in dieser, also in Zeiten der Corona, ist diese Coolness von Prediger, glaube ich, das, was das Herz total erfrischt. Aber zurück zu Prediger 3, Vers 10 und 11. Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Gott hat in unser Herz, in unser Denken, ganz tief in unser Wollen Ewigkeit hineingelegt. Und weil das da ist, gibt es jetzt für den normalen Menschen ein Problem. Das Problem lautet, ein Leben ist nicht genug. Noch dazu, wenn wir ehrlich sind, eines, das ab Mitte 50 rasant sich abnutzt. Ein Leben ist nicht genug. Es gibt einen Hunger nach Leben in jedem Menschen. Es gibt einen Lebensdurst, der sich tatsächlich nur dadurch stillen lässt, dass wir dem Herrn Jesus begegnen. Dass Gott selber unser Leben in einen größeren Kontext hineinstellt, wo das zentrale Element nicht das ist, was ich weiß und erlebe und genieße und habe, sondern wo der zentrale Punkt Gott selber wird. Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und immer wenn ich diesen Vers wiederhole, er gehört zu den Versen, die ich auswendig gelernt habe, dann habe ich so zwei Gedanken, die mir im Moment hochkommen. Erstens denke ich,
über mich selber nach, über diesen Moment, wo ich zu Gott gefunden habe, wo ich mich bekehrt habe. Und ich denke darüber nach, wie wenig ich damals, so Anfang 20, in der Lage war, diesen Hunger nach Leben in Worte zu fassen. Also ich habe mich bekehrt und ich wusste, dass ich Gott haben wollte, aber wenn mich jemand gefragt hätte, ja, was willst du eigentlich, was fehlt dir denn? Das wäre mir ganz schwierig gewesen. Ich hätte gesagt, ja, irgendwas fehlt mir da. Aber so genau hätte ich das gar nicht greifen können. Wenn mich heute jemand fragt, was hat Gott dir gegeben, dann würde ich sagen, boah, super, ja, Gott hat mir, was weiß ich, ja, Gott schenkt mir Vergebung, ich habe einen Sinn im Leben gefunden, ich habe endlich, was weiß ich, Hoffnung auf die Ewigkeit, ich habe da etwas Heiliges, was ich anbeten kann, wo ich merke, meine Seele braucht wirklich dieses Gegenüber. Also heute habe ich Worte, aber als ich mich bekehrt habe, da war einfach nur so eine tiefe Sehnsucht nach irgendwas, da war einfach nur ein Hunger. Das ist so das Erste, was mir bei diesem Vers immer einfällt. Und das Zweite, was ich mich im Moment so ein Stück frage, und da ist deine Einleitung ganz schön gewesen, was bringt Corona? Ich frage mich, stimmt das? Also der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und ich frage mich, ist das so in meinem Leben, ist das so im Leben der Christen heute? Also es stimmt natürlich, jetzt keiner muss Angst haben, dass ich jetzt zum Bibelkritiker werde, keine Sorge, der Vers stimmt schon. Was ich meine ist, stimmt er für mich? Also es kommt mir so vor, als würden wir in einer Christenheit leben, die zwar solche Verse wie Johannes 6,35 kennt, aber mein Eindruck ist gleichzeitig, dass ich immer mehr Christen begegne, die noch Hunger haben. Versteht ihr? Jesus sagt, wenn du mich hast, ist dein Hunger nach Leben dann einfach gestillt, dann ist dein Lebensdurst, ich werde mich drum kümmern, ich bin das. Und dann sehe ich Leute, die auch schon irgendwie zur Gemeinde gehen und auch irgendwie sagen, hey, wir sind Christen, und habe doch den Eindruck, sie benehmen sich in manchen Bereichen ihres Lebens wie so verkappte Heiden und pflastern ihr Leben mit all den unnützen Dingen voll, von denen die Werbung behauptet, dass sie mein Leben erst lebenswert machen. Und da frage ich mich, ist das so, dass wir das erlebt haben? Und ich würde gerne diese Frage, weil das gehört zu einem evangelistischen Gespräch dazu. Versteht ihr ja, wenn wir Jesus verkaufen als den, der unseren Lebenshunger gestillt hat, aber das stimmt gar nicht, weil ich merke, ich habe gar nicht die Qualität von Beziehung, die meinen Lebenshunger stillt. Dann brauche ich auch nicht jemand anders sagen, du brauchst Jesus. Also nochmal die Frage, ist das in deinem Leben so? Hast du bei dem Herrn Jesus das gefunden, was du heute zum Leben brauchst? Oder wir hatten ja mal gemeinsam den Hebräerbrief betrachtet. Wisst ihr noch, da ging es um das Wort Ruhe. Bist du wirklich in seine Ruhe eingegangen? Ist das Leben, was du jetzt lebst, geprägt von Sinnhaftigkeit, von Hoffnung, von Freude, von Stille, von einer geistlichen Intimität, wo du sagst, wow, das ist so viel, das ist so satt. Egal, was diese Welt mir anbietet, ja, und da gibt es einen neuen James Bond und dann gibt es irgendwann eine neue Apple iWatch und dann gibt es irgendwo mal vielleicht auch einen Traumjob oder sonst irgendwas. Egal, was diese Welt mir zu bieten hat, ich werde auch ohne all das wirklich satt sein. Mein Lebenshunger ist, wenn ich morgens aufwache, gestillt. Ich freue mich, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nur noch auf eine Sache. Ich freue mich darauf, diese kastrierte Form von ewigem Leben, die ich heute leben muss, weil ich noch auf der Erde bin. Ich freue mich, wenn das rum ist. Und wenn ich endlich mit einem neuen Körper, auf einer neuen Erde, ohne Krankheit, Sünde, Tod und all den Quatsch, das an ewigem Leben in absoluter Fülle ausleben kann, wofür ich gemacht bin. Und bis dahin habe ich heute schon einfach alles, was ich brauche. Da fehlt nichts. Das ist das, was Jesus verheißt. Das ist das, was im Zentrum einer evangelistischen Predigt steht. Das ist das, was wir verkaufen.
Und ich hoffe, dass wir es haben. Und ich garantiere dir, der Teufel wird alles tun, damit du diese Zufriedenheit in Jesus verlierst. Und zwar jeden Tag. Kommen wir zu unserem Text zurück. Paulus startet also seine evangelistische Predigt mit einem Blick auf die Kultur und findet dann natürlich einen Übergang zu Gott. Er muss ja Richtung Evangelium. Und er macht das, indem er den Gott nimmt, der irgendwie allen Athenern bekannt war, obwohl sie ihn nicht wirklich kennen. Apostelgeschichte 17, Vers 23, denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Und das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ja? Also bis eben war noch alles gut. Ja? Ihr seid super, ja, macht ja, alles gut. Ja? Und jetzt nähern wir uns langsam dem schwierigen Thema. Ich habe da so einen Altar gefunden. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Freunde, ich kann euch helfen. Ich übersetze das mal in die Sprache eines Workout-Jüngers, ja, der sagt, hey, wenn du dich jeden Tag in deinem Home-Gym abquälst, um jung zu bleiben, ich habe da was für dich. Ich weiß, wie man wirklich ewiges Leben bekommt. Versteht ihr? Ja? Ihr habt da diesen Gott, ich kenne den wahren Gott. Du suchst Leben, ich kenne das ewige Leben. Wir müssen irgendwann dahin kommen, dass das Gespräch sich in diese Richtung bewegt. Ich muss etwas verkündigen. Und jetzt nimmt Paulus die klassische Gottesvorstellung der antiken Heiden einfach mal aufs Korn, schüttelt das ein bisschen durch. Und um einfach nochmal mein Home-Gym-Beispiel zu verwenden in Übertragung, ja, wenn ich so jemanden sehe, würde ich sagen, so, du, soll ich dir was sagen? Egal wie ausgeglichen deine Ernährung, ja, egal wie genial dein Trainingsplan ist, du wirst sterben. Ja, das ist nun mal so. Da gibt es in deinem Denken einen kleinen Denkfehler. Ja, so wie du das mit der Sehnsucht nach ewigem Leben anpackst, auch nicht mit 66 Jahren fängt das Leben an, nein. Das wird wahrscheinlich eher nichts. Und so ist das hier auch. Also ich nehme die Vorstellung des Heiden und ich schaue mir an, wo diese Vorstellung nicht so aufgeht. Wo sie einfach nicht stimmt, zu kurz greift. Und das muss Paulus jetzt seinen Zuhörern vermitteln. Dass er sagt, hey, so wie ihr das mit der Gottesbeziehung angeht, das wird nichts. Verse 24 und 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Himmel, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Okay, das ist der Denkfehler. So wie bei dem Home-Gym Menschen man ihm sagen muss, bei allem Training, du wirst sterben. Hier der Denkfehler, ich baue einem unbekannten Gott einen Altar, wahrscheinlich in einem Tempel, der verschiedenen Göttern geweiht ist. Man stellt einfach in die Ecke noch einen Altar und schreibt drauf dem unbekannten Gott. Und dann denkt man, wenn ich das tue, dann bin ich fertig, dann habe ich alles gemacht, was man braucht. Und jetzt kommt Paulus und sagt, sorry, Gott ist damit, also wenn es den unbekannten Gott wirklich gibt und ich verkündige euch den, ja, der ist nicht damit zufrieden. Warum? Der Gott, der die Welt gemacht hat, der Herr des Himmels und der Erde, der Gott, den Paulus ihnen verkündigen will, ist nämlich gerade nicht nur ein weiterer Gott in diesem Pantheon griechischer Götter. Dieser Gott muss, weil er der unbekannte andere Schöpfer Gottes, auch ganz anders ticken. Anders deshalb, weil er die Welt gemacht hat, weil er tatsächlich Herr des Himmels und der Erde ist, weil so ein Gott, der alles gemacht hat, mal eben nicht in Tempeln wohnt, die mit Händen gemacht sind, die ein Mensch ihm gebaut hat, weil so ein Gott, der alles gemacht hat, es ist völlig abwegig zu denken, dass der irgendeinen Menschen bräuchte, der ihn bedient. Hallo? Was ist denn das für eine Vorstellung? Er ist der Lebensspender, er ist der Atemgeber, er ist der Geber aller guten Gaben. Und du denkst, er ist zufrieden, wenn du ihm so einen kleinen Steinblock irgendwo in die Ecke, in irgendeinem Bau setzt, den du dir ausgedacht hast? Ehrlich? Das wären etwa so die Argumentationen.
Und jetzt könnte man sagen, aber Jürgen, hey, hat man im Alten Testament Gott nicht auch einen Tempel gebaut? Was ist denn da so schlimm dabei? Hat man. Aber ihr müsst das Denken dahinter verstehen. 1. Könige 8, die Verse 23 und 27. Das Gebet, das Salomo spricht bei der Einweihung des Tempels. Und da merken wir, der Tempel wurde nicht gebaut, damit Gott endlich einen Ort hat, wo er wohnen kann. Sondern, da sagt Salomo, 1. Könige 8, 23, und er sprach, Herr Gott Israels, kein Gott ist dir gleich im Himmel oben und auf der Erde unten, der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst, die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen. Also das ist erstmal die Haltung, zu sagen, es gibt, du bist was Besonderes. Und weil du etwas Besonderes gibst, ja, wir bauen jetzt hier einen Tempel und das sieht erstmal so aus, als wäre das wie bei allen anderen auch. Aber, Vers 27, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wenn du mit der Haltung Gott einen Tempel baust, ist alles gut. Wenn du sagst, hey, du bist eh viel zu groß. Ich weiß das. Aber ich darf dir einen Tempel bauen, weil es mir hilft. Nicht, weil du es brauchst, weil du endlich irgendwo ankommen darfst, sondern weil es für mich gut ist, so einen Ort zu haben, wo ich hingehen kann, um dich anzubeten. Dieses Haus, das ich gebaut habe, kann dich nicht fassen. Warum nicht? Weil nicht einmal der Himmel und die Himmel der Himmel, also der Weltraum, die unendlichen Galaxien, die nie ein Mensch sehen wird, all das könnte Gott nicht fassen. Wisst ihr, nicht Gott braucht uns, wir brauchen ihn. Er steht nicht nur über Raum und Zeit, er ist der Herr der Geschichte. Vers 26. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Nationen, Völker sind Gottes Idee. Er hat sie entstehen lassen. Er hat einzelne Menschen genommen und aus ihnen ganze Völker heranwachsen lassen. Die Geschichte der Völker mit ihrem Kommen und Gehen ist in letzter Konsequenz Gottes Geschichte mit dieser Welt. Gott bestimmt, wie lange ein Volk existiert. Er bestimmt, wo es wohnt. Und er tut das zu einem bestimmten Zweck. Die Existenz eines Volkes ist dazu da, dass die Menschen in diesem Volk Gott finden. Jede Nation hat tatsächlich eine heilsgeschichtliche Dimension. Also ein Volk ist dazu da, weil Gott oder durch die Existenz eines Volkes, durch die Tatsache, dass Menschen zusammengehören und sagen können, hier ist Heimat, hier bin ich zu Hause, jetzt, hier bin ich ein Stück weit angekommen, ich lebe nicht in Anarchie, ständig auf der Flucht. In dem Moment, wo so etwas geschieht, wo so etwas passiert, schafft Gott die Voraussetzungen dafür, dass Menschen Gott finden können. Dass sie, ich will es mal sagen, auch ein Stück Zeit haben, einen Raum haben, in dem sie über ihn nachdenken können. Vers 26 und 27. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen. Ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er nicht fern von jedem von uns ist. Ja, ein Volk ist etwas in den Augen Gottes total Gutes. Es ist etwas, wo Menschen zusammengehalten werden. Etwas, was ihnen Sicherheit gibt. Eine Chance einräumt, sich auf die Suche nach Gott zu machen. Gott finden. Dazu sind Nationen da. Interessant, oder? Also wenn du dir die Frage stellst, warum hat Gott sich das einfallen lassen? Dazu, um Raum zu schaffen, dass man ihn findet. Eine Heimat haben heißt wissen, wo man hingehört, um mit der Suche nach Gott anzufangen. Deswegen ist das so absurd, Nationalismus oder so, ja, und diese Heimatüberheblichkeit. Völlig absurd, weil das ist Mittel zum Zweck. Es geht darum, dass wir uns auf die Suche nach Gott machen. Einem Gott, der sich in der Schöpfung offenbart und im Gewissen, in der Geschichte, in seinem Wort
und im Leben eben auch von vielen Christen, die mir dann halt auch mal so über den Weg laufen können. Gott ist alles andere als ein ferner Gott. Er ist tatsächlich jedem Menschen nahe. Er ist immer, man sagt das so schön, und es stimmt, er ist immer ein Gebet weit entfernt. Und er beschenkt jeden einzelnen Menschen, jeden Tag mit Atem und allem Guten. Und das zu erkennen, darauf kommt es im Leben an. Gott ist ein Gott, der gefunden werden will. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Voraussetzung, die ein Mensch erfüllen muss, um ihn zu finden. Da heißt es in Jeremia Kapitel 29, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Die einzige Voraussetzung, die ein Mensch mitbringen muss, um Gott zu finden, ist die ehrliche Frage nach Gott und der ehrliche Wunsch, ich möchte das verstehen, ich will investieren, mein Herz auf diese eine Sache ausrichten, weil es ist die eine Frage, die überhaupt nur im Leben entscheidet. Gibt es diesen Schöpfer Gott und wenn ja, was hat er mit mir zu tun? Das ist die eine Frage. Alle anderen Fragen sind völlig irrelevant. Und Paulus sagt, Gott ist nicht fern von jedem von uns. Vers 28, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Gott ist nicht fern. Und jetzt lass uns noch mal kurz in die Meta-Ebene über diese Geschichte aus Apostelgeschichte 17 gehen. Wir hören gerade Paulus bei einer evangelistischen Predigt zu. Er fing damit an, dass er die Zuhörer für ihre Götterergebenheit lobt. Nutzt dann die Idee von einem Altar für einen unbekannten Gott für einen gedanklichen Sprung, nämlich hin zu dem Gott, den er ihnen verkünden will, der ja irgendwie niemand anderes sein kann als dieser unbekannte Gott, den sie aber halt noch nicht kennen. Der aber, weil er der unbekannte Schöpfergott ist, ganz anders ist, viel majestätischer, viel umfassender, viel größer als die Götter, denen sie in ihren Tempeln Opfer brachten. Da sind wir jetzt. Und dieser ganz andere Gott, in dem wir leben und uns bewegen und sind, dieser Gott, der tastend gefühlt und gefunden werden will, der findet sich, und jetzt wird es spannend, der findet sich halt auch in der Kultur wieder. Deswegen, der zitiert ja hier diese Dichter da, wie auch eure Dichter gesagt haben, denn wir sind sein Geschlecht. Also schon eure Dichter sagen, eure Gottesvorstellung ist ein bisschen, naja, da könnte man noch mal drüber nachdenken. Also Gott findet sich in der Kultur wieder. Es sind nicht nur die Evangelisten, die ihn bezeugen. Paulus zitiert Dichter und wir merken, es sind Denker, Dichter, Musiker. Es sind häufig überhaupt die Kreativen, die uns einen Spiegel vorhalten, wie verquer unser Denken ist. Ich weiß nicht, ob ihr Comedy mögt, aber manchmal ist Comedy unendlich intelligent. Filmzitate, unendlich interessante Sachen. Oder einfach, was mir am besten eigentlich gefällt, ist so Rockmusik. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber wisst ihr, die Wahrheit ist wie so ein Gummiball, den man versucht, in der Badewanne unterzustuken. Sie kommt immer, lass ihn los, flupp, ist er wieder da. Das ist Wahrheit. Du kannst so viel Lüge in diese Welt hineinpumpen, irgendein Kreativer wird dir sagen, was für ein Schrott. Wisst ihr, da ist dieser Altrocker. Der ist inzwischen 76 und der hat mit seinen Kumpels 1965 ein Lied geschrieben. Ja? Und das fängt an mit I can't get no satisfaction. Und du denkst, Amen, Bruder. Oder? Also dieses ganze Gejiepere nach ewigem Leben. Hier haut dir einer das Ding einfach mit den Riffs um die Ohren. I can't get no sense. Das ist die Wahrheit. Entschuldigung. Ja, das ist jetzt 1965, also schon ein paar Jahre her, aber gilt immer noch. Unsere Welt hat sich nicht maßgeblich geändert. Und so wie ich gerade, ja, diesen Altrocker ins Feld führte, so kann Paulus
Naja, er kann die Dichter seiner Zeit ins Feld führen. Ich habe die Rolling Stones und Paulus hat, naja, die kennt man jetzt nicht mehr, Aratus und Kleantes. Das sind so Namen, da haben wir, glaube ich, vorher nie gehört. Würde man auch nie finden, wenn es nicht in der Elberfelder in der Fußnote stehen würde. So, ich bin definitiv kein Verfechter davon, dass wir als Christen uns vom Zeitgeist prägen lassen und uns mit allem unnötigen Müll im Leben vollmüllen lassen. Aber wisst ihr was? Auf der einen Seite dieses Zitat aus Jakobus, sich von der Welt unbefleckt zu halten. Ja, sollen wir tun. Aber an den Stellen, wo unsere Kultur etwas klar sieht, da darf ich es benutzen. Wenn du das Evangelium prägst, bring ein gutes Zitat. Kenn dich ein bisschen aus. Du darfst Beispiele aus der Kultur nehmen, um die falschen Götter und falschen Gottesvorstellungen unserer Kultur bloßzustellen. So wie Paulus das zu seiner Zeit gemacht hat. Er will ihnen zeigen, wie unsinnig es ist, einem unbekannten Gott einfach nur noch einen weiteren Altar zu bauen. Weil dieser Gott völlig anders ist. Er spielt nicht in der Liga der Normalo-Tempelgötter. Und sie hätten das wissen können, sie hätten nur mal einfach zuhören müssen bei ihren Dichtern. Die haben ihnen da schon gesagt, da stimmt was nicht. Und nicht nur spielt dieser Gott nicht in dieser Normalo-Liga, sondern wir brauchen auch nicht denken, dass er uns braucht. Vers 29, der letzte Vers für heute. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Paulus kann sagen, das wahrhaft Göttliche findet sich nicht in Kunstwerken, in Statuen oder in prächtigen Tempelanlagen. Und wenn ich das jetzt übertrage, jetzt versuche ich nochmal den Sprung. Also Paulus spricht ständig zu Leuten, die in Tempel gehen, um Steingötter anzubeten. Wir haben es mit Leuten zu tun, die ganz andere Götter haben. Wir haben die Leute, die, sagen wir, Gesundheit anbeten. Ja, die ewiges Leben finden wollen, indem sie viel Sport treiben, achtsam mit sich umgehen, eine ausgeglichene Work-Life-Balance haben. Sich mit Wissen abfüllen, bis sie wirklich zu jeder Frage die aktuelle Expertenmeinung kennen. Das sind die Götter unserer Zeit. Und wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich da einen Übergang finden in einem evangelistischen Gespräch, welchen Bibelvers soll ich da denn nehmen, bevor ich dann natürlich irgendwann auch zum Evangelium komme? Dann würde ich sagen, nimm keinen Bibelvers. Wenn mir jemand begegnet, der sagt, boah, in diesem Leben musst du einen auf Sport und, ja, also ich grille gerne, also treffe ich öfter auf Leute, die sagen, Grillen ist böse. Was sagt man den Leuten denn? Und mein Anfang wäre zum Beispiel, mal zwei Beispiele, ja, einfach aus der Kultur herausgegriffene Überleitung von Grillen ist böse zu Evangelium. Eine Möglichkeit wäre, 2012 kam ein Buch auf den Markt, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, das wäre meine Überleitung. Weißt du, was mich erwischt, weiß ich nicht. Vielleicht sind es die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die beim Grillen entstehen, maybe. Aber soll ich dir was sagen? Auch Vegetarier sterben. Ja? Oder wenn du sagst, ich hätte es gerne ein bisschen kreativer, auch ein schöner Übergang, finde ihn wunderschön. Das gehört zu einer der schönsten Zitate überhaupt, die im letzten Jahrhundert entstanden sind. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Hey, den Satz kennt jeder. Und jeder weiß, was er bedeutet. Das ist die Realität. Und deswegen, wenn du in einem evangelistischen Gespräch bist, jemand dir gerade sagt, was du alles tun musst, damit du endlich glücklich wirst, und du denkst, ich bin ja schon, ich habe ja schon Jesus, und du suchst eine Überleitung, nicht gleich zum Bibelvers, der kommt beim nächsten Mal, sondern überleg mal, wo hat die Kultur auf dieses Denken meines heidnischen Freundes und meiner heidnischen Freundin bereits eine Antwort gefunden. Und schau doch mal, ob du das irgendwie ins Ziel bringst. Wir sind auch am Ziel. Predigt ist vorbei. Letztes Mal hatten wir den Auftakt eines evangelistischen Gesprächs. Hinweis, such dir einen Anknüpfungspunkt im Leben deines Gesprächspartners. Achte auf Sehnsüchte. Heute waren wir bei dem Thema Übergang. Zeige deinem Gesprächspartner den Denkfehler. Also die modernen Positionen greifen immer irgendwie ein bisschen zu kurz.
garniere das gerne mit ein paar Zitaten von Leuten, die aus seinem Umfeld stammen und die deine Argumentation stützen. Nächstes Mal machen wir dann Big Bang und lassen tatsächlich die Katze aus dem Sack. In diesem Sinn, I'll be back. Amen.